Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Technius mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Heute schon wieder mit einem Video, denn bei mir lag gerade etwas im Briefkasten und zwar das OnePlus One. Sehr geiles Ding, hoffe ich. Die Verpackung sieht schon mal sehr edel aus und ich werde das Ding jetzt für euch und für mich natürlich auch auspacken. Das ist nur die Umverpackung der Verpackung, wenn ich das richtig verstanden habe. OnePlus One hat sich echt Mühe gegeben, etwas zu verpacken, was DPD nicht kaputt bekommt, obwohl sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, dieses Ding mit sehr viel Gewalt in meinen Briefkasten reinzustopfen. Ich hoffe, dass keine weiteren Schäden entstanden sind. Ganz kurz, ich habe das Ding ziemlich schnell bekommen, weil das Ladegerät war noch nicht verfügbar, aber anstatt zu warten, hat OnePlus One einfach gesagt, hey, wir schicken dir das Ding in zwei Paketen. Das heißt, heute kommt nur das Gerät und das Ladegerät für den EU, für den EU-Raum kommt dann einfach die paar Tage danach. Keine Ahnung, wann es dran kommt. Also wenn es super geil ist, dann kommt nochmal ein Unboxing nur vom Ladegerät. Das war's auf jeden Fall schon viel zu viel Gelaber. Jetzt geht's auf jeden Fall los mit dem Unboxing. Viel Spaß! Das ist es also, das OnePlus One. Von den einen geliebt, von den anderen gehasst oder beziehungsweise gehatet und auf jeden Fall extrem schwer zu bekommen, was an diesem wunderbar dummen Invite-System liegt, worauf wir jetzt aber gar nicht weiter eingehen wollen, denn ich habe einen Early-Member-Invite bekommen, weil ich mich zusammen mit dem Kilian von iKnowReview extremst früh im Forum registriert habe. Eigentlich wollte ich das Ganze als cinematisches Unboxing machen, aber diese Verpackung ist einfach so viel mehr, die verdient Stimme. So, und jetzt hören wir erstmal ganz kurz auf mit Reden. Geil. Und allein schon an dieser Verpackung um die Verpackung merkt man, wie viel Mühe die sich mit dem Einpacken gemacht haben, was mich als Verpackungstechniker natürlich immer sehr interessiert. Die eigentliche Verpackung ist in einem richtig geilen Soft-Touch gehalten, also da möchte man einfach die ganze Zeit drüber streicheln. So geil fühlt sich das einfach an. Ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Naja. Überall sind einfach kleine Details eingearbeitet, wie das OnePlus One Logo, nochmal das OnePlus One Logo und diese kleine Lasche. In den inneren Werten, wir haben hier einen 64 GB internen Speicher, 3 GB Arbeitsspeicher, ein Snapdragon 801, 5,5 Zoll Display mit 1080p Auflösung. Und das ist geil. Und wenn wir jetzt diese Schachtel aus der Schachtel ziehen, ja, wir haben hier sehr viele Schachteln, ist diese auch in Softtouch gehalten und hat auch ein OnePlus One Logo. Wie viel Geilheit kann das eigentlich noch haben? Ich meine, man hat das Ding noch nicht mal ganz ausgepackt und weiß schon, hey, das ist die geilste Verpackung, die ich je in meinen Händen hatte. Zumindest war das bei mir so. Ich meine, allein schon diese rote Fläche mit diesem kleinen OnePlus-Logo ist ultra geil. Dieser Softtouch und diese geile Lasche. Ja, ich weiß, ich bin sehr angetan von der Verpackung. Naja, auf jeden Fall machen wir es mal auf. Da ist das Handy auch ganz cool eingebettet, wie ich finde, mit so einer Lasche, die man kaum abbekommt. Aber auf jeden Fall kann man daran das Gerät selber recht cool hochheben. Da sehen wir auch schon mal erst die Rückseite, dieses Sandstone Black. Dazu kommt dann aber im Review mehr, das fühlt sich echt genial an. Dann können wir in der Lasche den Unterboden auch rausheben. Zum Vorschein kommt ein SIM-Karten-Tool, also zum SIM-Karte entfernen und eine neue reinsetzen, welches sich auch an den Schlüsselbund hängen lässt. Warum man das haben sollte, naja, weiß ich nicht.
Kopfhörer sind zwar im Lieferumfang keine enthalten, aber ganz ehrlich, die meisten beigelegten Kopfhörer sind eh mehr schlecht als recht und werden deswegen nur recht kurz eingesetzt. Ganz geil ist aber auch noch das Micro-USB-Kabel, das dabei ist. Das ist nämlich ein Flachbandkabel und auch der USB-Anschluss ist flach. Das sieht einfach sehr schick aus. Und während ihr hier nochmal das OnePlus One und die Anschlussmöglichkeiten begutachten könnt, verabschiede ich mich schon mal. Ich freue mich extremst auf den Test, denn wenn das Gerät auch nur annähernd so gut ist wie die Verpackung, dann ist das ein sehr geiles Ding. Wenn ihr noch ein Unboxing sehen wollt, dann guckt mal beim iReview vorbei, Link unten in der Beschreibung, der hat auch ein sehr geiles Unboxing gemacht. Und ihr bleibt jetzt noch kurz dran und wartet auf den geilsten Moment eines jeden Unboxings. Ich bin's Colin, euer Herr Tech News. Ciao!